Ja, hallo, schön, dass ihr dabei seid und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, ich bin mit meiner Frau hier im Norden unterwegs, in Norwegen. Wir sind auf den Westeralen. Andere sagen auch Lofoten dazu, aber das ist die nördlichere Kette. Lofoten liegt weiter im Süden, da fahren wir natürlich auch noch hin. Ja, wir sind jetzt auf Andøya in Bleik und hier gibt es eine kleine vorgelagerte Insel, ungefähr 1 Kilometer vor der Küste. Kann man aber ganz gut sehen, sieht aus wie eine Haifischflosse. Und da sind in den Sommermonaten Papageientaucher drauf. Der Zugang ist natürlich im Sommer verboten. Es gibt aber hier so eine kleine Bootstour rund um diesen Felsen. Dann kann man dort die Vögel beobachten und fotografieren. Und diese kleinen Viecher, die ziehen natürlich auch Jäger an. Das heißt, hier gibt es ganz, ganz viele Seeadler, die dort die Papageientaucher jagen. Ja, aber wie ihr seht, es ist sehr, sehr nebelig heute und ich fürchte fast, dass wir die Seeadler dann nicht sehen können, weil die meistens ein bisschen höher schweben und dann auf die Papageientaucher runterstoßen. Und dann werden wir die wahrscheinlich im Nebel nicht erkennen können. Ich hoffe dann aber auf gute Bilder der Papageientaucher, weil bei dem Nebel kommen die üblicherweise gehäuft runter zur See. Die See ist sehr, sehr ruhig und ich hoffe da einfach auch ein paar gute Bilder. Ja, vielleicht haben wir auch Glück und sehen ein paar Seeadler. Ich war vor 6 Jahren schon mal hier. Damals war es fantastisch. Ich hatte erst Angst, dass wir keine Seeadler zu Gesicht bekommen. Und dann sagte mir der Bootsführer aber, die Population der Seeadler ist hier sehr, sehr groß. Es gibt über 100 Seeadler, die sich hier dann ihr Frühstück holen. Gut, warten wir es mal ab. Wir gehen jetzt gleich aufs Boot und dann melde ich mich mit weiteren, hoffentlich schönen Videos und Bildern. Veranstalter ist Puffin Safari. Sie haben ein kleines Boot, die Laura. Neben der Besatzung passen 12 weitere Personen auf das Boot, sodass man rechtzeitig seinen Platz buchen sollte. Die Besatzung ist erfahren und hält eine Menge Informationen bereit, die auf charmante Weise erzählt werden. Den Link zu Puffin Safari findet ihr unten in der Videobeschreibung. Das Naturreservoir Bleiksoya ist eine kleine unbewohnte Insel westlich von Bleik. Sie liegt etwa 1 Kilometer vor der Küste der Hauptinsel Andøya. Durch die Lage im Meer bietet der Vogelfelsen Schutz vor Landraubtieren und wird alljährlich von tausenden Seevögeln als Brutplatz genutzt. Die Hauptpopulationen stellen Papageientaucher dar, aber auch Krähenschaben, Tordalken, Trottellummen, Tölpel, Sturmwellenläufer und Eissturmvögel brüten hier. Seeadler dagegen nutzen die Insel als Beuterevier. Die Angaben zur Anzahl der Papageientaucher schwanken stark, je nach Quelle zwischen 15.000 und 80.000 Brutpaaren. Bleiksoya wurde früher von den Anwohnern der nahen Küste traditionell zum Sammeln von Eiern und Dauen genutzt. Zu Beginn hing der Nebel noch tief auf dem Festland. Es wurde dann aber nach und nach heller und der Nebel löste sich auf. Heute möchte ich Papageientaucher und Seeadler fotografieren. Das Setup für die Kamera muss ich an die Geschwindigkeit der Papageientaucher anpassen. Als Objektiv benutze ich mein Tele 100 bis 400 mm, wobei das Tele meistens komplett ausgefahren ist. Verschlusszeit 1/4000, offenste Blende 5.6, ISO auf Automatik. Gefilmt habe ich mit der Brennweite 55 mm. Thank you.
Es ist wirklich eine Herausforderung, auf dem schwankenden Schiff mit langer Brennweite die kleinen, schnellen Vögel zu fotografieren. Bei den Adlern mit ihrem ruhigen Gleitflug ist das schon ein wenig einfacher. In den Höhlen der Papageientaucher befinden sich oft mehrere Brutnester. Noch genießen sie die Aussicht. Dann plötzlicher Abflug und der Auslöser der Flucht. Blende und Verschlusszeit waren manuell eingestellt. Vor dem dunklen Hintergrund führte das zu ISO-Werten von 1600 bis 3200. Auf dem Wasser ist immer was los. Wenn man auf dem schwankenden Boot durch den Sucher schaut, mit einer Brennweite von 400 mm und schnell fliegende Vögel versucht zu fotografieren, so führt dies unweigerlich zu unzähligen Versuchen. Kontrolle vor Ort ist nicht möglich. Nur weitermachen. Hier mein Auszug aus mehr als 2000 Bildern. Circa 90 Minuten erreichen wir wieder den Hafen von Bleik. Bezahlt wird erst am Ende der Fahrt. Zum Abschluss noch einige Bilder aus meiner Zeit in Bleik, entstanden bei einer Wanderung und einer Fototour im Regen. Viel Spaß! Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann ist der Daumen rauf Ehrensache. Ein Abo ist kostenfrei und dann sehen wir uns regelmäßig wieder. Besten Dank fürs Schauen. Ciao.